spiel nochmal mit dem Mädel, weil ihr gesagt hat, die hat eine geile neue Karte. Testen wir es einfach mal. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt unbedingt. Ja, guck mal, die kostet nur eins. Dann nehmen wir die doch. Und die packen wir weg. Einfach so nebenbei mal ein Kartenspielchen spielen müssen. Ich wollte gerade sagen, mit der kriege ich ja 5 wahrscheinlich. Mit der. So, die ziehe ich einfach durch. Das ist. Ne, die schmeiße ich weg. Ich finde es immer interessant, solche Kartenspiele. Das ist ja mega einfach. Also theoretisch könnte man echt sagen, so, das baue ich jetzt selber auf. Das Spiel finde ich cool, das mache ich jetzt selber. So. Quasi. Ist natürlich rechtlich gesehen immer ein bisschen was Schwieriges. Du sollst auch hauen. Ja gut, da brauchen wir jetzt nicht lange drüber schnacken. So. Boom, fertig. Habt ihr ein Glück? Ja, okay. Ist der Schlüssel irgendwo hier? Ach, na, natürlich, klar. Oh, ich Dummbatz. Na komm. Außer ihr seid ein Postbote. Mann! Ist das Kind jetzt noch da oder ist es weg? Ja, okay. Ich suche ja seinen Postboten, der den Schlüssel haben kann. Mann! So, ich müsste alle 5 haben. Wir machen einfach was. Ihr habt die 5 Schlüssel. Boah, das ist ja vielleicht krass. Dann dürft ihr reinkommen. Der Prophet wird euch gleich empfangen. Ja, das ist komisch, ne? Das Einfachste. Ja, da läuft das schon. Er weiß, dass wir ihn gleich verprügeln werden. Oder in der Zukunft verprügeln haben. Aber das sind irgendeiner dieser Tatschen, ne? Trottel. Trotzdem alle kaputt. Kenn ich ja nix. Das haben wir schon aus anderen Spielen gelernt. Mit diesem grünen Typen da. Zum Beispiel, der immer hier sah. Das krieg ich auch hin. Warte. Plopp. Alter, kannst du einfach so rüberspringen. Und einen Rock trägt, genau. Würdet ihr wohl aufhören, mir zu folgen? Was glaubt ihr überhaupt, wer ihr seid, hier alles in unserer Basis zu zertrümmern? Ups. Ihr könnt die große Katastrophe, Katastrophe ohnehin nicht verhindern. Ihr werdet niemals bis hierhin kommen. Nie. Immer noch eine sehr geile Lache. Die ich extra immer betone. Oh, Leute, echt jetzt? Na, warte, bevor ich das... Dammit. Ist nicht dein Ernst, oder? Achso, warte, bevor wir das machen. Der passt da ja niemals. Oh, okay. Ja, aber wenn ich den jetzt hier lang rolle. Das ergibt keinen Sinn. In welchem Universum ergibt das Sinn? Ach so. Jetzt habe ich's. Immer diese Zerstörungswut. Ja, ist schon echt schlimm. So. Immer diese Puzzlerätsel.
Achso. Nee. Warte. Wenn ich den jetzt so mache. Und den jetzt dahin rolle. Nee, die sind doch eigentlich nicht schwer, aber ich tue mich da immer sehr schwer mit. Wie man sieht. So, und jetzt? Ich verstehe das noch nicht. Achso, nee, warte, was? Ha! So. So. Jetzt haben wir es. Schubidubidubdubdub. So. Jetzt haben wir Wasser gelassen. Tadadua. Alter, wie komme ich wieder raus? Ja, und jetzt ist hier überall Wasser. Ui, toll. Oh, guck mal, hier ist... Kann ich... Habe ich keine Bomben hier, sag mal? Mann. Im ersten Teil hatte ich noch Bomben. Schaut, was ihr angerichtet habt. Ihr habt die 5 Schlüssel gesammelt. Okay. Ihr habt unsere Geheimbasis unter Wasser gesetzt. Alles steht unter Wasser. Und dann habt ihr noch meine Töpfe zu Scherben zerschlagen. Ihr seid der große Zerstörer. Oh, daher kriegen wir den Namen. Mhm. Ah, so wird man also der große Zerstörer, was, Kuro? Ich schätze, wir haben uns völlig umsonst Sorgen gemacht. Aber wir müssen den Propheten trotzdem aufhalten. Wir sind ihm in der Zukunft über den Weg gelaufen. Er hat ganz klar eine Schraube locker. Sicher steckt er hinter der großen Katastrophe. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, komm. Seht ihr diese Tröpfchen und über den Wasser schweben, Kuro? Ja. Ich glaube, ich kann sie mit meinen Kräften gefrieren lassen. Ein Versuch ist es wert. Meint ihr nicht? Ja, ich denke mal, du könntest auch ganz normal Wasser gefrieren lassen. Aber gut. Ja. Guck mal, Töpfe. Ey, Digga. Hey, wer seid ihr? Warum tauchen heute all diese Leute in unserem geheimen Basis auf? Wollt ihr einfach die große Katastrophe verhindern? Ist das der Grund? Ach, das sind die 3, die hier alles platt machen wollen. Die große Katastrophe? Was für eine Katastrophe? Hä? Ihr seid ein Dämon! Ach. Ha! Nee, hey! Er hat eine Frage gestellt, Plum und Cherry. Also antwortet ihm. Ich fress mich nicht! Ich sage euch alles! Es war unser Plan, meiner und der meiner Freunde. Zum 50. Jubiläum wollen wir die große Katastrophe vom Stapel lassen. Aber es ist auch ihre Schuld, die der Erwachsene. Sie haben uns bestraft. Kein Feuerwerk, haben sie gesagt. Da haben wir überlegt, wie wir trotzdem alles aufleuchten lassen können. Und dann, boom. Aber das ist alles, ich schwöre. Ich schwöre, ey. Das nennt ihr eine große Katastrophe? Das sind deren Haare. Achso, nee, bei den beiden weiß ich es nicht. Siehst du, die machen nämlich die große Katastrophe. Eine große Katastrophe ist es, wenn euer ganzes Volk ausgelöscht wird. Wenn alles, was euch bleibt, der Zorn ist und der Durst nach Rache. Wartet nur, die echte große Katastrophe wird kommen. Eine Katastrophe, die euch Niederlage und Demütigung kosten lassen wird. Eine Katastrophe, die Genugtuung für all die Verbrechen, die ihr Menschen verübt habt, einfordern wird. Wir haben die gesamte Energie dieses Ortes gesammelt. Nur ein bisschen noch. Das sind die bösen Brüder der Mainzelmännchen. Das sind, glaube ich, die bösen Schwestern, links und rechts. Noch ein kleines bisschen.
Da sind wir, die Helden. Wer sind denn die Neuen? Ihr seid also diejenigen, die die große Katastrophe auslösen wollen. Nun, wir sind hier, um euch Einhalt zu gebieten. Einhalt. Ach ja? Ja, dann komm mal her, komm du mal her. Ich gerade übelst anfallen von diesen Neuen bei den Blind Clowns. Die sollen weiblich sein? Ich glaube, die sind weiblich. Ich glaube tatsächlich, ihr könnt uns bekämpfen, während ihr bereit sind, für unsere Sache zu sterben. Wenn, was? Ich habe keine Angst vor der Gefahr. Großer Zerstörer! Rettet mich! Zorn und Sonn, okay, oder Sohn. Wir gebieten euch Einhalt, jetzt und hier, und die Zukunft zu bewahren. Das werden wir ja sehen. Oh, jetzt. Alle Mann, halt! Was? Ey, wir wollten gerade uns prügeln, ja? Oh, was hier? MIB. Hä? Wohin sind sie? Hinter uns! Ein Hinterhalt! Ich wusste doch, dass sie gefährlich sind. Sie können uns nichts anhaben, denn wir sind... die kaiserlichen Sondertruppen. Oh yeah. Final Fantasy 9, schau mal gerade. Es ist ja gerade Square Enix Sale. Ich weiß nicht, ob es damit bei ist dann schon. Ihr steht unter Arrest. Wunderbar. Dank euch können wir diese Dämonen endlich aufhalten. Dämonen? Niemand hat etwas von Dämonen gesagt, oder? Nein. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen jungen Mann und zwei junge Menschen. Das sind sie. Alter, wollen die uns ja jetzt, Plum, Cherry, wir gehen. Ich glaube, es soll wir gehen. Ich habe es für die PlayStation, ja, auch glaube ich, tatsächlich, damals gab. War sehr cool, tatsächlich. Habe ich aber nie durchgespielt. Final Fantasy 9. Ich habe Final Fantasy 8 und 7 damals durchgespielt. Kuro, schnell, wir müssen sie aufhalten. Großer Zerstörer, ich werde mich um die Sondertruppen kümmern. Ah, ist noch nicht auf Steam, okay. Danke. Lauft! Ich kann gar nicht. Ich dachte, okay, jetzt kann ich. Wir ignorieren einfach mal, was da hinten ist und yeah. Ihr seid uns gefolgt! Natürlich. Oder was denkst du, ey? Geht nur, ich kümmere mich um sie. Passt auf euch auf. Bin bei 9 beim Impass gescheitert, weil aus Versehen meine beste Waffe verkauft hatte. Oh, das ist ärgerlich. Also, erstmal etwas Spaß. Indem du wegrennst? Oh yeah! Hier ist das nicht Battletoads? Mist. Ah, ich liebe sowas. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sie jetzt überhaupt treffen kann, tatsächlich. Ich wusste auch. Ah! Oh! Ah ja, ich kann sie tatsächlich treffen. Nein, scheiße. Verdammt. Das ist lustig. Hä? Was soll das denn? Da komme ich nicht weiter? Das ist doch scheiße. Das ist doch... Ah. Hä, hey, ich wollte da noch höher springen. Die entwischt mich ständig. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sie tatsächlich besiegen kann. Ah, autsch. Alter, war schon ein bisschen fies. Autsch. Pokémon-Teil. Ich habe tatsächlich nie ein Pokémon-Teil gespielt. Ich weiß nicht, das war nie so meins. Pokémon. Oh, fuck. Und wieder hoch. Und hopp, und hopp, und hopp, und hopp, hopp. Ah, schon spannend hier, schon spannend. Na, das wollen wir speichern. Und hä?
Ah, komm schon, der hat mich gar nicht getroffen. Das ist doch gelogen, ist das doch. Nein! Boah, das war knapp. Nein! Mal gut, dass man hier immer so einfach weitermachen kann. Das ist ja schon fies, ist das ja schon. Ja, komm ich rauf. Nein! Ah! Da Competitive spielen will, muss man auch Zeit haben zum Züchten. Aber wo ich hier Pokémon im Chat lese, einer von euch zufällig das neue Digimon-Spiel schon gespielt? Und wenn ja, es ist gut. Da bin ich ja, bei dem Spiel bin ich leider tatsächlich raus. Das habe ich nie so gekriegt. Boah. Leute, leckt mich, ey. Das Spiel will mich hier gerade echt ein bisschen ärgern. Nein, Mann! Ich muss schon aufhören zu labern hier, damit ich noch einigermaßen klarkomme. So. Jetzt erwische ich dich. Hä, warum kann ich da so hochspringen? Das ist ja auch blöd. Na? Also. Jawoll, schön Mega Man. Schön Mega Man. Ja, genau. Jetzt, wo wir uns aufgewärmt haben, packen wir es an. Nein, das ist überhaupt nicht Mega Man. Oha, du machst schon mal nicht Schaden, sehe ich gerade. Yeah. Verdammt! Die macht schon gut Schaden, ne? Oh, mal gucken, ob ich mit Eis besser klarkomme. Das Spiel wird zum ersten Mal richtig schwer. Naja, gut, die Flugeinlage, die war auch noch ein bisschen schwer, aber. Na toll. Au. Boah, Alter. Ich glaube, ich wäre langsam zu alt für sowas. Das war halt ziemlich düster, macht aber Spaß. Diesmal nicht. So. Tut mir leid, Plum. Oh. Ihr seid stark. Kriege ich jetzt eure Fähigkeit? Vielleicht könnt ihr ihn aufhalten und vor seinem eigenen Wahnsinn bewahren. Ach komm, jetzt sind wir doch die Guten. Plum und ich waren einfach nicht stark genug. Helft ihm! Er ist ganz allein. Ja. Haben wir jetzt einfach mal jemanden getötet oder was? Yay, runter!